Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Allradgetriebe, Verteilergetriebe eines BMWs. Das Verteilergetriebe sitzt hinter dem Automatikgetriebe. So sieht das halt aus. Und das Verteilergetriebe arbeitet natürlich auch mit Öl. Alles, was mit Öl arbeitet, ist nicht wartungsfrei. Leider sagt BMW, ihre Getriebe, Automatikgetriebe, Verteilergetriebe, haben eine lebenslange Füllung und müssen nicht gewartet werden. Das ist leider nicht so. Deswegen, wenn man im Internet ein bisschen recherchiert, gibt es sehr, sehr viele Fälle, wo das Verteilergetriebe schon bei 50, 60, 80.000 kaputt geht. So ein Verteilergetriebe kostet bei BMW um die 3.500 Euro plus einen Aus, seid ihr ungefähr bei 5. Das muss alles nicht sein, wenn man das Verteilergetriebe vernünftig wartet. Wartung heißt Spülung. Das Problem bei dem Verteilergetriebe ist, wir haben nur eine Befüll- und Ablassschraube und die ist hier vorne. Hier kann man die sehen. Das bedeutet, wir haben keine Möglichkeit, das Öl abzulassen. Hier ist die Schraube. Wir können nur absaugen, was sich hier befindet, und dann neu befüllen. Das ist doof, weil der ganze Dreck, der lagert sich hier ab. Deswegen, wenn wir da aktiv werden, dann machen wir eine Spülung. Wir befüllen, lassen laufen, saugen ab, befüllen, lassen laufen, bis das Getriebe halt sauber ist. Denn das Getriebe hat leider keinen Filter und es hat auch leider keinen Magneten, wo der ganze Scheiß sich irgendwie fangen kann. Zweite Problematik ist natürlich bei dem Verteilergetriebe, wir haben hier Lamellen. Diese Lamellen, die werden nach einer Zeit, sagen wir mal, dünner, weil es ist klar, Verteilergetriebe arbeitet und diese Beschichtung wird dünner. Der Motor, der sozusagen diese Lamellen aktiviert, das ist der hier, der ist dumm. Das heißt, der versteht nicht, dass nach 5 Jahren das Lamellenpaket eine andere Dicke hat, als zum Beispiel von Anfang an. Und drückt sozusagen das Lamellenpaket immer bis zur gleichen Position, wie als das Fahrzeug neu war. Dadurch haben wir natürlich noch einen Mehrverschleiß. Das ist das gleiche wie beim Schalter, ihr mit einer durchgedrückten Kupplung durch die Gegend fahrt. Ist klar, dass die Dinger sich irgendwie halt reiben. Wenn wir diese Wartung machen, die Spülung, dann adaptieren wir den Motor noch einmal, dass er an die Endposition noch mal ranfährt und weiß, wie ist mein jetziger Zustand der Lamellen, damit er halt weiß, wie weit er das drücken muss und wie weit nicht. Wenn euer Verteilergetriebe defekt ist, setzen wir auch Verteilergetriebe in Stand. Aber ich hoffe, dass sowas nicht passiert. Dafür machen wir auch die Videos, damit einfach die Leute wissen, man muss da aktiv werden. Das ist nicht so kompliziert. Viele können es auch selber machen, aber was man nicht selber machen kann, ist leider diese Problematik mit dem Verstellmotor, dass man das adaptieren muss. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst bringt diese Spülung oder das Öl, der Ölwechsel von dem Verteilergetriebe überhaupt nichts. Ne? Weil dann habt ihr natürlich immer weiter den Verschleiß und irgendwann müsst ihr leider für eine Instandsetzung viel Geld bezahlen. Ist natürlich günstiger als neues Verteilergetriebe, aber trotzdem halt relativ viel Geld. Für Freunde, Bekannten, Allradfahren, teilt gerne das Video, damit ihr auch davon was haben und schaltet das nächste Mal gerne wieder ein. Vielen Dank.